So, und weiter geht's bei Let's Play MotoGP mit dem Rennen in Silverstone. Genau. Ja, wir starten ja von Platz 11, glaube ich. Also ziemlich weit. Ja, ziemlich im Mittelfeld, muss ich sagen. So, ich glaube, es regnet, oder? Wie kann man das umstellen? So nicht. Okay, das geht so nicht. Vielleicht, so, genau. Okay, passt. Auf Y. Gut. 11. Platz, also nichts gewonnen, nichts verloren. Wir hätten mehr gewonnen, wäre ich jetzt nicht abgelenkt gewesen. So, die Strecke ist nass, deswegen müssen wir vielleicht ein bisschen aufpassen. Besonders in den Anfangsminuten, Anfangsrunden, wenn es noch ein bisschen eng beieinander sind, die Autos. Kann man so sagen? Ja. Okay, Marquez ist jetzt 7., wir sind 10. Also, schau noch ein Stückchen weg und 9 Runden. Das ist schon eine Hausnummer bei dieser langen Rennstrecke. Das heißt, der Part wird so um die 20 Minuten gehen. Boah, hier kommen wir weit raus. Olivier wäre der Nächste. Boah, die kommen aber noch weiter raus, finde ich gerade. Sissis und Olivier. Da können wir jetzt ein bisschen die des Windschattens und so ein bisschen ransaugen. Funktioniert so. Oh, da kegeln wir fast Sissis aus dem Rennen. Und jetzt Kai Rudin. Auch mit der KTM Red Bull. Geh mal locker vorbei, Marquez auch. Das heißt, da ist schon unser Teamkollege. Wir haben ihn überholt. Unser Rivale, sorry. Marquez, der Nächste. Ja, wir sollten nicht so riskant vorgehen. Sollten nicht so riskant vorgehen. Das rächt sich später. Aber ich finde das Bike von Marquez extrem geil. Das Blaue mit den orangigen Reifen. Wir probieren es innen und gehen wieder vorbei an Marquez und fast an Marquez. Wir gehen vorbei und jetzt ist Folge der Nächste. Wir sind nur noch auf Platz 5. Beziehungsweise sind schon auf Platz 5 von 11 gestartet. Nach der ersten Runde. Folge, vielleicht können wir den Speed mitnehmen, die KTM hat. Und es gibt einen Sturz. Hier ist schon trocken, hier können wir schon ein bisschen riskanter bremsen. Und Folge, Windschatten, vorbeigegangen. Vinales, Maverick Vinales, der Streckenrekord. Und jetzt Renz, der die Pole gehabt hat. Nur noch 3. Und Salom und dann Marquez. Oder war es Vinales? Nee, Vinales. Vinales ist erster, dann muss er sein. So können wir uns wieder an Renz ransaugen. Ranbeißen. Mit dem Windschatten. Vielleicht in den Kurven sind wir irgendwie schneller. Ist die Red Bull KTM extrem flink. So, hier sieht man es schon wieder. Wir heben zwar fast ab, also wir kommen zwar fast aus dem Gleichgewicht, aber wir sind dann Renz vorbei. Und Salom hat auch eine KTM, also das identische Motorrad. Aber jetzt sind wir auch schon fast vorbei. Naja, jetzt kommt eine falsche Kurve. Also wir sind jetzt, wird doch möglich, der 3. Platz. Wenn wir jetzt aufpassen im Regen. Wow, wow. Jetzt beißt die natürlich Renz wieder ran. Ich glaube, der sogar die WM führt, oder? Vinales, ich bin mir nicht sicher.
So, langsam die Kurve nehmen und wieder Vollgas gehen, aber nicht zu früh, sonst liegen wir am Boden. Sonst liegen wir definitiv am Boden. Geniales neuer Streckenrekord. Und der Regen hört nicht auf. Klapati, jetzt haben wir den Streckenrekord. Wie man hier sieht, 2:19. Orenz, überholen uns fast. So. Aber wir beißen uns wieder ein bisschen ran. 1,099 Sekunden der Vorsprung von Salom. Aber das wird sich hoffentlich bald ändern. Wobei Renz uns im Nacken hängt. Definitiv. Aber wenn wir keinen Mist bauen, wird ein Podiumsplatz drinnen. Voraussetzung natürlich, wir bauen kein Mist. Okay, Vorsprung ist wieder ein bisschen kleiner geworden. Vorhin war es ja 0,99, also 1,099. Und jetzt ist 1,016 Sekunden, also leicht verkürzt. Ganz leicht, minimal nur. Und jetzt deutlich 0,832 noch der Vorsprung von Salom. Nur hier bei dieser Kurve riskiere ich immer zu wenig, glaube ich. Da könnte man, glaube ich, mehr riskieren, aber das traue ich mir nicht. Ich bremse da viel zu früh, aber diesmal hat es einigermaßen funktioniert. Ja, okay, ihr müsst doch überlegen, ich gebe nicht mit RT, ich will mit Controller, nicht mit RT Gas, wie auf der Xbox üblich, beziehungsweise ich spiele die PC-Version. Wenn ich Gas gebe, drücke ich den rechten Stick, der untere Stick auf dem Xbox-Controller, nach vorne, und wenn ich bremsen will, drücke ich ihn nach hinten. Weil ich habe keinen originalen Xbox-Controller, und mit diesem Speedlink-Controller, den ich habe, werden diese RT-Tasten beim Spiel nicht erkannt. Ja, deswegen gebe ich mit dem rechten Stick Gas. Also rechter Stick nach vorne ist Gas geben, linker Stick ist bremsen. Funktioniert eigentlich gut, weil man die das Gas gut kontrollieren kann. Weil man den Stick halt viel genauer steuern kann. Den Analog-Stick als die RT, die Schultertasten. RT und LT. Da kann man viel genauer bremsen und Gas geben. So, jetzt habe ich wieder ein bisschen abreißen lassen zum Salom. Ja, man kann richtig schön Gas geben. Kann die Geschwindigkeit schön halten. Und mit der Zeit, wenn man es am Anfang, was auch total ungewohnt, aber wenn man es mal raus hat, dann geht es eigentlich. So, ja, jetzt sind es wieder 1,3 Sekunden, also es wird wieder mehr. Wegen der letzten Runde. Boah, hier komme ich ein bisschen zu weit raus. Ja, wie gesagt, letzte Woche gab es ja kein MotoGP, also nicht wundern, ich hatte einfach keine Zeit, beziehungsweise ist mir erst Donnerstag aufgefallen. Sprich, letzten Donnerstag ist mir aufgefallen, keine MotoGP-Folge. Was mache ich jetzt? Hab keine Zeit zum Aufnehmen. Ja, und dann... Ich habe zwar dann am Samstagabend welche aufgenommen, also jetzt gerade Samstag, heute ist Samstag. Also hinter diesem Wochenende kommt leider keins. Wenn ihr es seht, dann schon. Weil heute ist der 13. oder 12. Oktober. Und ich will jetzt wieder vorproduzieren, weil die MotoGP-Folgen produziere ich immer eine Woche vorher. Sprich, wenn ihr die jetzt gerade seht, habe ich sie von eurem Standpunkt aus letzte Woche aufgenommen. Sonst schaffe ich das nämlich nicht. FIFA nehme ich eigentlich immer zeitnah auf. Und Battlefield sowieso.
Battlefield 4 Beta zurzeit, die nehme ich sowieso extrem zeitnah auf. So. Da ist, wenn bei Battlefield ist, bei FIFA sind es so ungefähr 4 Tage im Unterschied. 3-4 Tage, bis ich es dann uploade. Was ja bei FIFA eh nicht so viel ist, weil es ja immer nur abwechselnd kommt. Und bei Battlefield ist es immer so, ja, da nehme ich fast eigentlich immer täglich auf. Beziehungsweise jede 2 Tage. Weil ja auch 2 Tage Unterschied sind. Ja, und letztens hat mich einer angesprochen, wann Far Cry 3 und Uncharted 2 Among Thieves weitergeht. Ich muss euch ehrlich sagen, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich geht Far Cry weiter, wenn MotoGP jetzt erstmal die erste Staffel beendet ist, sprich wenn die Saison fertig ist, geht wahrscheinlich Far Cry 3 jetzt dann immer am Wochenende weiter. Es dauert dann noch ein paar Wochen. Und Uncharted, ich habe keine Ahnung, wahrscheinlich wenn die Battlefield 4 Beta rum ist. Weil ich wollte dann eigentlich nur noch immer einmal pro Woche einen Part bringen von Battlefield 4 und dann wird wahrscheinlich Uncharted wieder weitergehen, aber ich bin mir dann auch nicht sicher. Und was ich auch in Planung habe, ist wieder MC. Ja, ich weiß, es läuft zurzeit MC. Das ist aber schon im Juli aufgenommen worden. Oder im Juni sogar schon. Die MC-Folgen, die jetzt zurzeit abgeloadet werden. Ne, die zurzeit veröffentlicht werden, sagen wir es einfach so. Jeden Freitag, was auch bald zu Ende geht. Aber ich plane mal wieder Minecraft, allerdings die Xbox 360, beziehungsweise vielleicht warte ich sogar und warte auf die Xbox One Version von MC. Wäre bestimmt nice. Also wenn ihr das wollt, einfach in die Kommentare schreiben. Mache ich liebend gern. Vor allem, weil mir die MC Version irgendwie viel mehr Spaß macht und ich lasse wieder abreißen. Boah, wir sind dann in der 6. Runde, okay. Geht ja eh schnell. Ja, und das wollte ich eigentlich nur so erwähnen. Also Far Cry wahrscheinlich, wenn MotoGP die erste Staffel vorbei ist, beziehungsweise sogar am Montag oder an irgendeinem anderen Tag, weil ich wollte ja eigentlich auch mal Formel 1 bringen. Formel 1 Let's Play bringen. Aber wahrscheinlich werde ich da immer das Training weglassen, also wie bei der MotoGP immer Qualifying und Rennen machen, da wird es einfach sonst zu viel wird, immer 3 Parts pro Woche. Werde ich dann auch immer Qualifying und Rennen machen, vor allem weil es beim Qualifying eh 3 Qualifying Sessions gibt, also Q1, Q2 und Q3. Deswegen dauert das Qualifying wesentlich länger als hier bei der MotoGP. Ja, vielleicht kommt Formel 1 Part auch mal. Muss ich wirklich mal überlegen. Wäre aber keine schlechte Idee. Es ist jetzt schon das 13er, glaube ich, oder? F1 2013. Ja, jetzt 2014, oder? Weiß ich gar nicht. Weiß ich gar nicht, wie das aktuelle heißt. F1 2013 oder 2014? Ich glaube 2013 heißt das aktuelle. Weil es die vorherige Saison 2013, glaube ich, ist. Ja, da kenne ich mich ein bisschen. Kenne ich mich nicht so aus, weil das ist, glaube ich, es ist aber das 13, ne? Ich glaube, es ist F1 2013, weil es ein bisschen anders ist wie bei den FIFA-Reihen. Da heißt es ja FIFA 14, weil es ja Ende September rauskommt und für die Saison 2013 2014 ist. Naja. Ja, ich glaube F1 2013 mit diesem Classic-Modus, der auch relativ nice ist. Wow, das war knapp. Diesen Classic-Modus gibt es ja da. Aber ich warte da, bis wenn es billiger wird. Ich werde es mir wahrscheinlich für die Xbox diesmal kaufen. Nicht für den PC. Mit der Elgato ist jetzt viel möglich. Vor allem, weil die Elgato dieses komische, dieses coole Feature hat, dass sie die Tonspur gleich aufnimmt vom Headset. Das können nicht viele Grafikkarten, Capture-Karten
Aufnahmekarten, Programme. Kann bis jetzt, glaube ich, nur die Elgato. Und die Elgato kann auch gleich auf YouTube streamen, das ist auch genial. Und auf Twitch. Ersetzt quasi XSplit, beziehungsweise nicht ganz XSplit, weil XSplit ist einfach ein bisschen anspruchsvoller, mehr Funktionen. Aber XSplit unterstützt die Elgato auch. Also die Elgato, jeder der wo eine, ich mache jetzt hier eigentlich, bin nicht gesponsert oder so, aber jeder der eine Aufnahmekarte sucht zurzeit, zu einem fairen Preis, ja okay, ich weiß, 150 oder sowas die Elgato kostet, ist schon richtig viel Geld, aber die Elgato ist wirklich genial und vor allem, man kann auch den PC aufnehmen, das wissen viele Leute gar nicht. Einfach, geht ganz einfach, habe ich auch mal Minecraft damit aufgenommen. Es geht relativ einfach. Ihr braucht halt, das Einzige, was ihr benötigt, ist eine Grafikkarte mit HDMI-Ausgang. Und das wird, glaube ich, jeder haben. Und, ja, ihr habt quasi euren PC. Dann, da, oder ihr verbindet einfach die Elgato mit dem PC per HDMI. Also ihr steckt das HDMI an den HDMI-In von der Elgato und an den HDMI-Out eurer Grafikkarte. Und müsst dann allerdings euren Bildschirm mit DVI oder VGA anschließen an eurem PC. Stellt dann in den Bildschirmoptionen, sprich in den Grafikoptionen, einen zweiten Bildschirm ein, sprich diese Anzeige duplizieren heißt es, glaube ich. So, ihr sagt quasi eurem PC, ihr habt zwei Bildschirme angeschlossen, sprich euren Bildschirm über DVI, über den ihr auch dann zockt, und die Elgato, weil die ja am HDMI-Out hängt. Ja, dann könnt ihr ganz einfach aufnehmen. Ihr müsst aber wirklich duplizieren. Ja, eigentlich total einfach. Funktioniert auch wirklich gut. Man kann es auch noch ein bisschen komplizierter machen und dann, wenn man ein Notebook hat oder so, da dann aufnehmen mit Hilfe des Notebooks. Also nicht dann auf dem PC, wo man zockt, sondern dann direkt auf nochmal ein extra PC bzw. Notebook. Habe ich auch schon mal gemacht. Funktioniert genauso. Genau. Und ja, sie ist sehr handlich, wirklich total klein und ganz einfach. Man braucht einfach nur drei Kabel. Man steckt das HDMI-Kabel von der Konsole in die Elgato rein und von der Elgato geht ein HDMI-Kabel zum Fernseher. Und ein HDMI-Kabel plus dieses AV-Kabel für die PlayStation ist schon dabei. 450 Euro. Wo ist das schon mal dabei? Nirgends eigentlich. Und ja, das ist eigentlich richtig, richtig geil. Und ja, Netzteil halt natürlich. Strom. Per Netzteil. Das war's denn eigentlich. Und CD ist keine dabei, weil die Software ist kostenlos. Sprich, die kann eigentlich jeder Depp verwenden, aber die ist halt nur auf die Elgato bezogen, sprich wenn du keine Elgato hast, kannst du mit der Software gar nichts anfangen und die kannst du dann einfach auf der Homepage von der Elgato kostenlos runterladen. Genau. Ja, Full HD 1080p Aufnahmen, wobei ich immer nur in 720p aufnehme, hat einfach den Vorteil, beziehungsweise hat den Hintergrund, wenn ich länger wie 30 Minuten aufnehme in 1080p, verkraftet es dann mein Sony Vegas Pro 10 nicht mehr, weil die Datei einfach sonst so groß wird, beziehungsweise einfach so eine hohe Auflösung hat, dass irgendwie Sony Vegas Pro 10 das nicht verkraftet. Ja, das ist eigentlich der einzigste Grund, warum ich nur in 720p aufnehme, und in 720p kann ich 2 Stunden, 3 Stunden am Stück aufnehmen. Und was auch noch extrem cool ist an der Grafikkarte, sie nimmt auf, wenn du nicht aufnimmst. Sprich, du lässt die Elgato. Du öffnest das Programm, lässt sie laufen, die Xbox ist an, spielst quasi dann gerade Xbox und wenn du nicht aufgenommen hast, aber du hast gerade voll die gute Runde in MW2 oder so, kannst du einfach bei der Elgato zurückgehen, weil die speichert das kurzzeitig zwischen, also solange halt du das Programm, die Elgato offen hast, das Programm speichert das zwischen, kannst du zum Anfang des Gameplays hingehen, sprich
den Regler zurückschieben, dann auf Aufnahme drücken und warten, bis die Runde vorbei ist. Und dann wird es gespeichert. Das ist richtig gut. Also wenn, vor allem für Let's Player, die mal vergessen, den Aufnahmeknopf zu drücken, ist das genial. So wie ich zum Beispiel. Ich bin einer, der vergisst oft mal die... Was? Ja, genau. Vergiss es. Vergiss es. Vergiss es. Komm, andere ist vorbei. Komm. Das lasse ich mir jetzt definitiv nicht nehmen. Okay, warum ich jetzt diese Wattwiederholung gemacht habe, liegt einfach daran, dass ich zurzeit so im Redefluss bin. Und Rennspiele, wenn ich... ich bin einfach eine Niete in Rennspielen, wenn ich gleichzeitig rede. Und ich merke auch gerade, dass die Reifen ganz schön nachlassen. Okay, also tut mir leid, könnt gerne jetzt einen Daumen runter geben für das Video, weil ich diese Wattwiederholung genommen habe. Aber das wollte ich mir jetzt nicht versauen lassen. Vor allem in Silverstone, wo ich eh die Strecke nicht so mag. So. Ja, dann Dritter geworden. Und vor allem hat uns Vinales, Rins war's, hat uns einfach abgeräumt. Definitiv abgeräumt, deswegen die Sofortwiederholung vertretbar und wir sind Dritter geworden. Ja. Wir werden also gleich auch optisch die und hier Vinales, Salom und Killerparty. So, werfen wir einen Blick auf die Tabelle und wir sind jetzt immer noch Vierter, können unseren vierten Platz sichern und nur noch 80 Punkte auf Platz 1. Und Rins sichert sich immer noch Platz 1. Aber nur noch 14 Punkte vor Vinales. Ja, und dann hier KTM, deutlich souverän. Und dann, ja, wie gesagt, schreibt mir eure Meinung zu diesem Sturz. Was ihr dazu denkt. Und ja. Genau, und hier sind wir. Genau. Und dann sagt mir bitte die Meinung zu diesem Sturz mit Rins. Da war Rins ganz klar schuldig, finde ich. Also, gehen wir nochmal. Die Mails, Teammanager, gute Position, ich weiß. Und persönlicher Manager, exzellentes Ergebnis. So, das nächste Rennen. Ich glaube, so viele sind es auch gar nicht mehr. 5 Rennen sind es, glaube ich, noch. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, 6. Jetzt noch Misano. Ja. Können wir schon mal hinspringen. Und das gibt's dann nächste Woche. Und dann sage ich. Okay, 13 Runden. Also gar nicht mal so kurz. Eine kurze Strecke. Die Strecke kenne ich ehrlich gesagt noch nicht. Und dann sage ich, haut rein, bis 6 Mal. Tschüss. Euer Killerparty.